Hallo, willkommen zurück. Tja, mit diesen Helden-Missionen hatte er immer irgendwie erhebliche Probleme. Das war schon bei DeamWorld 1 so. Ich habe es jetzt nach mehreren Versuchen halbwegs geschafft. Der spielt auch irgendwie ziemlich verrückt hier, wenn er sich ein bisschen bewegt. Sehr hyperaktiv. Ich weiß gar nicht, auf welcher. Ich glaube, habe ich das jetzt auf Spielgeschwindigkeit 2 oder so? Auf jeden Fall habe ich es jetzt abgespeichert. Ich habe schon gesehen, man kann das auch irgendwie überspringen anscheinend. Oder vielleicht war es auch nur ein Bug oder Zufall. Habe ich schon gesehen, dass... Oh shit. Und das war's. Ich glaube, wir können auch direkt laden. Das müssen wir uns nicht geben. Ah, ich habe das doch Buggy genannt oder so. Ja. Wo war ich? Ja, genau. Ich habe gesehen, dass es dann doch zusätzliche Einheiten nach dieser Mission auf jeden Fall gibt. Weil vielleicht habe ich sie sogar jetzt schon. Und nochmal Geld obendrauf. Also haben wir tatsächlich eine Chance zu überleben, dass ich den auch jedes Mal immer anklicken muss. Schon nervig. Tick weiter südlich gehen. Das hat eine Lebensenergie, aber das betrifft, glaube ich, wirklich nur das Zelt. Mal schön vorsichtig hier. Ich meine, macht schon Sinn, dass wir nur dieses Stück hier sehen, wenn wir da in den Bäumen sind, aber... Okay, da oben sind noch mehr, das ist sogar ein Held. Ja, die sind da jetzt durchgelaufen. Ich sollte nochmal speichern hier. Aber nichts überspeichern. Obwohl, eigentlich macht es keinen Unterschied. Wir können das hier auch überspeichern. Das müssen wir nur merken. 2. Okay. Oh nein, das ist ein Held, den kriegen wir nicht gehen. 92, 95. Agent. Und die hatten sogar volle Lebensenergie, meine Jungs. Oh, vielleicht kriegen wir den doch getötet. Was haben wir denn? Stärke 1, Stärke 2, Intelligenz 3. Der ist eigentlich in allen Belangen besser. Nahkampf 16, oh ne, Nahkampf 10. Was ist das denn dann? ST? Verstehe ich nicht. Na, jedenfalls, vielleicht, weiß nicht, woraus sich der Nahkampfwert ergibt. Vielleicht aus allen zusammen? Weil es gibt hier keine Rüstungswerte, oder? Vielleicht heißt ST auch nicht Stärke, sondern was anderes? Auf jeden Fall haben wir das jetzt hier gewonnen. Das ist doch schon mal ganz nett. Ich habe schon mal ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Ja, ist das eine gute Idee, so in die freie Pampas zu gehen? Wahrscheinlich nicht. Hier sind so viele Zelte. Jetzt überblicken wir hier die ganze Landschaft. Dass wir ein bisschen mehr nach Norden gehen soll langsam. Okay, den überleben wir nicht nochmal. So ein Helden. Scheiße. Kangrott der Schädeltrümmerer. Nahkampf 10. Ja, nee, das wird nix. In 5er Schritten. Macht er mich platt 4. Ja, das kann man direkt neu laden. Auf 3. Doch so weit entfernt, echt? Ich dachte, wir wären schon weiter oben gewesen. Boah, man sieht ja echt die Hand vor Augen nicht in diesem Wald. Die sind lustig. Machen sie sich ein Bild über den Ablauf, den die Wachen da, über die Wege der Wachen. Als ob ich hier irgendwas sehen würde. Ich sehe nicht mal einen Meter weit.
hier oben noch so was? Was ist das denn hier? Planwagen. Gehen wir mal hier am Waldrand entlang. Zumindest sehe ich dann was. Kutsche, Planwagen. Vielleicht ist da das Hauptzelt irgendwo. Ich will jetzt nicht alles komplett überschreiben, aber nehmen wir mal die ersten drei so. Oh shit. Shit. Sind wir weg. Scheiß Mist. Ach nee, das gibt's auch noch. Gold, das einfach rumliegt. Sehr interessant. Okay, dann gehen wir schon mal hier rein. Gucken wir mal, ob wir das. Wow, der hat ja Adleraugen her. Argusaugen schon wieder entdeckt. Okay, gehen wir komplett zurück. Oh, was ist denn hier los? Was soll der Scheiß? Ist egal, wo ich hingehe, da taucht einer auf. So, jetzt reicht's aber. Komm schon, nimm die Füße in die Hand. Lauf, 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 lauf. Nö, so sieht der Dreck. Ach, dann laden wir halt nochmal den davor. So ja nicht, ne? Aber es wird schon hier irgendwo gewesen sein. Jetzt sind wir wieder am unteren Rand, aber das Stück Wald ist nicht groß hier. Das müsste hier irgendwo gewesen sein, ne? Ist ja schon irgendwas. Ja, da ist ein Zelt. Beschreiben wir das gerade mal. Auf der 4. Nicht, dass wir direkt wieder getötet werden. Ich brauche Geld. Gib mir Geld. Gib mich Geld. Ich hoffe, das war es wert. Frag mich, wie viel das war. So, speichern wir jetzt nochmal komplett davor auf der 2. Und dann können wir jetzt mal nach dem Big Boss Ausschau halten hier irgendwo. Was war nochmal die Mission? Noch Reiche einblenden. Mission. Nee, das hilft uns auch nicht weiter. Karte an, Karte aus. Naja, keine Ahnung. Wird schon irgendwo hier sein. Ha, was ist denn hier los jetzt? Oh, ha? Komisch, dass das gerade aufgepoppt ist. Und der Bereich, wo man anfängt, ebenfalls. Na naja, gut, da weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Das ist super zentral und Geld gibt es da auch. Prima. Da das ja gerade sichtbar ist, speichere ich jetzt noch mal. Immer so Ringelpiez machen wir das, dass da plötzlich wieder einer sich aus den Büschen schlägt und uns überrascht. Ich meine, wie soll ich denn hier irgendwas timen, bitte? Das ist ja echt aber witzig. Ja, jetzt sind wir auf der 3. Ah, was ist das für eine Sanduhr? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, damit. Wir kriegen auch keine richtige Anzeige, was wir da aufheben, ne? Halten sich eine Minute hier auf. Na gut, die sind ja lustig. So, jetzt auf der 4. Ah, hoffen wir mal, dass keiner vorbeikommt, was? War da noch mehr Gold? Ist das eine Schatzkiste?
Ach so, ah, Sanduhr, eine Minute, verstehe. Ah, alles ergibt einen Sinn. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, wir hören mit großen Ohren, was die Orks erzählen. Ich bin sicher, hier ist irgendwo jetzt eine Nachricht aufgetaucht, aber wir können sie leider nicht lesen. Ich sag ja, das Spiel ist leider nicht vollständig funktionsfähig. Es kämpft hier gegen die neue Hardware an. Speichern wir mal auf 1. Ich muss jetzt wieder zurück zur Ausgangsposition, oder wie? Aber nicht da lang. Das kann doch nicht wahr sein. Hab ich ja. Oh, jetzt legt er den Turbo Booster ein hier. Turbofüßchen. Zu spät. Wie stark ist er denn? Nahkampf 9. Den kriegen wir nicht gepackt. Sehe ich schon tot. Okay, dann nochmal jetzt andersrum. Der kommt von hier oben irgendwo. Jetzt erstmal in den Wald. Tief in den Wald. Weit weg. Ja, ich glaube, das war die bessere Wahl. Nicht, dass er wieder losgeflitzt geht, kommt jetzt hier. Was ist hier? Haben wir hier irgendwas? Nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, ich hoffe mal, der Wald da oben ist sicher, oder? Oh, kann sich da aber auch schnell vertun. Bin nur ein kleiner unschuldiger Agent, der durch die Wälder streift. Lass mich doch einfach in Ruhe. Okay. Wieso sind die eigentlich alle schneller als ich? Wow, was geht denn hier ab? Ah, die da. Haben mich aber nicht entdeckt. Ich meine, wenn ich die sehen kann, können die theoretisch auch mich sehen, ne? Wird schon so sein. Entschuldigung. Tja, dann gehen wir mal hier zurück zur Zone, zur Ausgangszone, wo immer die war. Hier in diesem Bereich anscheinend. Ist das richtig hier? Yes! Super. Keine Verluste, ein bisschen Leben verloren. Eventuell ein bisschen Gold. Wir werden sehen. Kommt hier nichts? Gut, dann speichere ich schon mal. Spielergeschwindigkeit 2, das war die ursprüngliche Einstellung. Okay, dann schauen wir mal gerade bei der Truppenverwaltung. Nee. Also das habe ich jetzt anscheinend gerade, das waren 2x50 Gold. Das habe ich gerade erbeutet. Dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Eine Fähre über den Gavril. Das ist es also, was die Grünhäute vor uns verbergen wollten. Und damit ist nun auch offensichtlich, dass die Gerüchte über eine bevorstehende Invasion alles andere als Geschwätz sind. Wir haben keine andere Wahl, als die Fähranlage zu zerstören. Denn die Gefahr, die von ihr für die Ostprovinzen ausgeht, ist groß. Ein direkter Angriff könnte für meine Kämpfer zum Desaster werden, denn ein stark bewachtes Fort umgibt die Anlegestelle. In unseren Reihen befinden sich Männer, die dem kaiserlichen Geheimdienst angehören und deren Handwerkskunst darin besteht, sich lautlos dem Feinde zu nähern. Schon wieder so eine Mission? Ihnen wird die Aufgabe zufallen, die Fährstation zu zerstören. Unterdessen werde ich eine Nachricht nach Emessa bringen lassen, damit der Kaiser die Heere der östlichen Provinzen in Alarmbereitschaft versetzen lässt. Denn Hodiabra und seine Menschen schweben in höchster Gefahr.
Wir müssen schnell handeln, denn sonst kommt es zu einer Tragödie. Also ich weiß, das war ja auch ein bisschen buggy, als ich das gesehen habe. Als ich versucht habe, das mit dem Agenten die Karte neu zu laden, habe ich irgendwann mal Escape gedrückt. Und dann stand, war ich quasi in so einer Karte wie hier, in so einem Bildschirm wie hier. Und dann stand aber da plötzlich, sie erhalten neue Truppen und neues Geld oder sowas. Ich war aber noch quasi an derselben Stelle wie, also wie ich jetzt davor war, ne? Bevor ich die letzte Karte gespielt habe. Also, ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder was. Oder vielleicht kommt das jetzt, nachdem ich hier nochmal so eine Spionmission gemacht habe. Aber ich muss zugeben, die sind schon irgendwie ganz putzig. Das ist halt mal was ganz anderes so zwischen den Real-Time-Strategy-Elementen. Ich fand das mit den Heldenmissionen ja auch ganz nett. Ich finde es immer gut, wenn die Leute so ein bisschen kreative Sachen so einsprenkeln, einfließen lassen, ne? Na, schauen wir mal, ob das Spiel das alles so mitmacht. Die Fähre über den Gavril ist eine große Gefahr für die imperialen Grenzprovinzen und deshalb muss die Anlage ausgeschaltet werden. Um diese schwierige Aufgabe zu erfüllen, stehen Ihnen 5 Agenten zur Verfügung. Ihre Mission ist heikel. Schleichen Sie bis zur Anlegestelle und zerstören Sie die Anlegestellen mit Sprengladung. Wow, wir haben Sprengladung? Von der Aktivierung der Ladung bis zur Explosion bleiben Ihnen 30 Sekunden. Jedem Agenten stehen 3 Meuchelattacken zur Verfügung. Ach so, das ist irgendwie eine Mechanik des Spiels. Nutzen Sie den Schutz der Wälder, solange es geht. Seltsam. Also hier ist jetzt keine Aufstellzone. Das überhaupt geladen? Oh Gott, ich hab's furchtbar eilig. Ich glaube, ich muss die Geschwindigkeit doch runtersetzen. Hier sind wir. Zumindest 2 von mir. Naja, speichern wir mal auf 1. Dann hoffen wir, dass wir es da wiederfinden. Der schaltet Pause automatisch aus. Das ist blöd. Haben die nicht gesagt, es steht 5 Agenten zur Verfügung? Sackpulver. Ich verstehe nur bar auf hier. Warum kann man da und da das sehen? Sind hier irgendwo noch anderswo Agenten? Nö, ne? Nö, das sind einfach nur Orks. Naja, schauen wir mal im nächsten Video dann. Danke fürs Zugucken soweit. Bis zum nächsten Mal.